So Leute, jetzt gibt es Momente, bei denen etwas schiefgelaufen ist. Das Video ist von Brain Time. Schaut gerne vorbei, lasst ein Like und ein Abo da. Und go! Go! Hi, wenn du schlechtes Wetter und verschütteten Kaffee bereits für eine Katastrophe hältst, dann werden wir dir mit unserer heutigen Zusammenstellung das Gegenteil beweisen. Los geht's. Oh nein. Abgelaufene Milch ist bei weitem nicht das Unangenehmste, was man aus dem Supermarkt mitbringen kann. Oh. Ist sie giftig? Oh Gott, es wäre mir egal, ob die giftig ist. Oh Gott, oh nein. Oh, leckos mio. Obwohl, eigentlich finde ich Schlangen gar nicht so schlimm. Aber ich würde mich schon verdammt nochmal erschrecken, wenn eine frickelnde Schlange rumchillen würde. Tschüss, Auto. Der Besitzer dieses Autos ist nicht zu beneiden. Das Auto hat sich wahrscheinlich aber noch nie so frei gefühlt. Bootbesitzer werden auch mit Parkproblemen konfrontiert. Oh, der zerkratzt sich jetzt die Seite. Oh nein, Rudi. Oh, der geht da ran. Der geht da... Oh. Ah, die Dinger haben es aber auch abgefedert. Diese Pinöbels da an der Seite. Junge, das... Aber gut, muss man mit dem Mitleid haben? Eigentlich nicht. Der Bre hat so eine riesen fette Yacht. Der wird sich auch die Reparatur leisten können. Aber scheiße gelaufen natürlich. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Nicht schlecht. Gut eingeparkt. Muss man ihm lassen. Oh no, oh Gott. Das ist ein richtiges Papphaus gewesen, ne? Ein amerikanisches Holzhaus. Alles in Ordnung, solange ihm niemand mit einer Pinata verwechselt hat. Ach so, der hängt da ein bisschen ab. Ja, lass ihn einfach runter. Was ist da? Was ist das? Okay. Mal eine Erklärung. Oh, für einen spektakulären Sprung über den Kanal war das eindeutig das falsche Tempo. Ja, wunderbar. Ja, ist ja nicht schlimm. Hopp rein da. Oh, das sieht gemütlich aus. Jede erfolgreiche Schicht sollte man mit einer erfrischenden Dusche beginnen. Uiuiui. Alter, Junge. Ich nach meinem zweiten Kaffee morgens. Ah, oh, das reißt. Ich werde mit euch, das reißt. Oder der Bagger bricht. Wow, okay. Irgendwas wird passieren. Manchmal möchte man mitten bei der Arbeit einfach alles hinschmeißen. Oh, ich wusste es doch. Zack. Fragst du dich auch, wie das möglich ist? Ey. Dann hast du hier eine Aufgabe. Die standen oben. Die standen oben. Oftmals haben diese Schiffsführer ihre Boote da so oben. Ihre Boote. Ihre Autos da oben drauf. Und die sind wohl einfach weggerutscht. Von Wind oder so. Das Fahrgefühl ist auf einer frisch verlegten Straße einfach unvergleichbar. Dass die dann auch noch so weit fahren. Brudi, warum? Feuerwehrleute haben überhaupt keine leichten Tage. Diese Jungs hatten es in einem brennenden Einkaufszentrum in Uruguay aber besonders schwer. Ah ja. Die
Die Autos werden sicher und unversehrt geliefert, sagten sie. Das war doch letztens auch mit so ganz vielen BMWs, dass die auch irgendwo so hängen geblieben sind und so. So Containerschiffe sind auch so fette Dinger. Jo, und die Seile. Oh, Alter, stehen richtig auf Spannung. Manchmal ist das Schlimmste, was man auf dem Weg zu seinem Ziel tun kann, auf halbem Weg stehen zu bleiben. Oh, Scheiße. Oh. Ich weiß nicht, was er da transportiert, aber... Man sollte sich aber auch nicht Hals über Kopf in etwas stürzen. Die Brücke, die bricht. Eines muss man sagen, der Fahrer verhielt sich wie ein echter Kapitän und hat das Schiff bis zuletzt nicht verlassen. Oh Mann, gut. Get out of there! Dass man ihm das sagen muss. Brudi, du solltest da raus. Wenn du denkst, dass es teuer ist, einen Profi zu beauftragen. Eigentlich klingt's logisch. Das er fährt jetzt gleich, gibt schon mal Gas und dann bricht das so weg. Aber nein, er schafft es. Der dann Baum ist warte, zu schwer. Warte, bis ein Amateur an die Sache rangeht. Fuck. Oh, was ist das? Helene Fischer Konzert? Da habe ich auf TikToks, wurden mir die ganze Zeit irgendwelche Videos empfohlen mit Leuten, die im VIP-Bereich bei Helene Fischer waren. Dieses Megakonzert in München mit 130.000 Leuten. Da gab's, ja, war, keine Ahnung, irgendwie haben die sich beschwert. Da habe ich mich auch gefragt, wieso kriege ich das in die Timeline? Was passiert da? Ich verstehe irgendwie gar nichts. Eine gigantische Schlange. Ölbohrturm oder was? Das schießt doch irgendwas gerade aus der Erde. Sind Pranks mit Cola und Mentos etwa immer noch beliebt? Wenn man nicht weiß, dass die Abwasserleitung kaputt ist, könnte man sich denken, dass es eine kostenlose Waschanlage ist. Ja, die Waschanlage stinkt aber, glaube ich, ein bisschen. Vor allen Dingen... Oh. Was hat er gemacht? Das sieht aus, als hätte er eine kleine Ladung Bierchen an Bord. Oh ja, Alter, guck mal. Die denken sich auch nur, Joro, was soll. Schönes Haus und dann ist das so ein LKW. Ja, tschüss. Der fällt rein. Ab ins Wasser. Und, na, noch heller sehe ich. Aber jetzt. Hopp. Oh nein. Och, Brudi, das musst du doch sehen. Er hat in seiner Bewerbung eindeutig übertrieben. Ach, das. Oh, oh Gott. Das sieht doch schon falsch aus. Ach, oh, oh nein, oh nein. Oh. Stell dir vor, du bist der Arbeiter, dir passiert das, du wirst doch gefeuert, oder nicht? Der wird doch jetzt gefeuert. Es ist nicht nur schade, dass der Arbeitstag ruiniert ist, sondern auch deswegen, weil er sich dazu auch noch hinauszögern wird. Sind die Dachziegel sind runtergekommen. Aber immerhin funktioniert das Radio noch. Ich habe auch immer Angst, dass mein Auto irgendwie von Hagel oder so getroffen wird. Das ist natürlich noch mal ein bisschen krasser.
Aber das ist auch, guck mal, das ist auch in Deutschland gewesen. Jo. Haben Gabelstapler überhaupt gute Tage? Oh nein, nicht so weit hinten, nicht so weit hinten. Ey Bruder, das hätte ich dir auch sagen können. Hätte ich bin echt nicht smart. Aber das muss dir doch klar sein, dass wenn du das da hinten auf die Kante legst, dass da... es noch viel schlimmer kommen können. Was man von ihm nicht behaupten kann. Ich hoffe, dass sowas auf meiner Baustelle nicht passiert, ne? Obwohl, wahrscheinlich werde ich davon nichts mitbekommen. Wie hoch steht das Wasser bitte da? Die Tür wird doch jetzt gleich richtig aufgefetzt. Weil doch da so viel Druck drauf ist. Er kriegt sie nicht mal auf. Voll Fire Sprinkler. Schlimmer wird es nur noch dann, wenn sie die Wasserrechnung bekommen. Also, oh, Alter. Scheiße. Warum schneidet er denn den Pool auf? Den hat selbst er doch gerade selber aufgeschnitten. Selbst im Erwachsenenalter wählt man die Badezeit nicht immer selber aus. Warum so ein schöner Pool? Aus wie eine Klimaanlage. Sie wissen offenbar noch nicht, dass sie sich nicht in einem Boot... Oh nein. Oh, geil. Die chillen. Ja, kleine Erfrischung. Ihr seid doch am Meer. Sondern in einem U-Boot befinden. Ja, der Kleine direkt mit, aber der hat ja eine... Sicherheitsweste. Das Glas, das wird nicht ewig halten. Es ist an der Zeit, dieser Pechsträhne ein Ende zu setzen. Hoffentlich wirst du heute einen viel besseren Tag haben. Ach so, das war's, oder was? Und vergiss nicht, dass... Ja, wunderbar. Oh, Alter, hier. Viel Spaß.